Freunde, willkommen in Aschaffenburg Hauptbahnhof, wie ihr hier sehen könnt. Und ich würde sagen, wir filmen jetzt mal ein bisschen was hier heute. Mal schauen, ob heute alles so wird. Ich habe noch keine Ahnung so ganz, aber mal schauen, mal so ungefähr. Oh ja, mal gucken mal ein Bild durch hier. Also Freunde, hier haben wir, wie ihr sehen könnt, die Elektromobilität, Mobilis, besser gesagt, von TX Logistik, wie nachzukommen. Geil. Also ja. Ich habe schon mal so ein bisschen teasen, und zwar habe ich geplant, den Elektron, das will ich genau so ein, hier so ein Elektron, ein bisschen ein anderer, ein Modell in Anführungszeichen nachzubauen, ein bisschen größeres Modell. Und dafür ist es praktisch mal so, wie ich davor genug zu kriegen, kann man das genauer anzuschauen. Und im Hintergrund am Schubraum der HLB, dachte ich mir schon mal, da vorne sieht man doch gleich Sperrsignale auf. Die ist gerade am Rangieren. Naja, hier läuft direkt ja, ein bisschen mehr rein. Also ja, Grundaufbau, wie ihr es sehen könnt, da unten zwei Drehgestelle jeweils. In der Mitte hängt der große Trafo, da ist auch ein Bild viel an der Seite mit dran. Daneben haben wir gesehen, eine Anzeige jetzt im Bild Mitte, wo die Bremsen gelöst sei oder angelegt sind. Und dann noch alles. Sandstreueinrichtung, Rad, Radachse, wenn gar nicht groß, also Radsatz angesagt, Dämpfer, Schlingerdämpfer, Sandkasten, Betrachtung. Ja, schön, was ich schon gesehen habe, beim Nachbauen war ziemlich schwierig. Das ganze Ding hat quasi genau hier eine Schräge. Man denkt zwar, der Kasten hier ist komplett eine Gerade, ist er aber nicht. Er hat genau hier ist er abgeschreckt, aber vorne genauso. Hier eben abgeschreckt. Hier vorne haben wir den Pufferteil, wenn ich gar nicht weiß. Sieht so hier aus. Sieht man dann schön. Pufferteller, zwischendrin auch eine Hauptluftleitung, eine Behälterluftleitung. Zur Gesamtmaschine müsste es auch gehen. Da. Ja, genau, zur Gesamtmaschine gibt es auch. Die brauchen wir auch, das ist in dem Fall nicht, weil die Bühne zu ist. Da gibt es sowas, was man öffnen muss. Strom auf jeden Fall auf dem Dach. Seite ist ziemlich ein Luxus hier, ich finde dieses Ding. Die Front finde ich auch geil, lässt sich einfach hochklappen. Das ist auch ziemlich einfach, aber vom Design her wird es schwierig, bei der Front hier zu machen. Gerade mit diesem Geschwungenen, wie ihr es sehen könnt, das ein Modell hinzubekommen, ja, ist schwierig. Das ist hier früh schon alles zu designen. Mal schauen. Dafür ist natürlich praktisch so ein Ding, weil ihr von der Rücken zu kriegen, so kann ich es mal ganz genau filmen alles. Und für mein Modell dann vielleicht jetzt die Videos, die sind hier auch immer hier. Weil ich irgendwas anderes Detail finde, die Türfonts, das soll direkt drin sein, mitten im Wagenkasten, da sind die Türfonts. Okay, der Typ ist halt vielleicht einfach so vorne an der Front, nö, das ist ja mitten in der Mitte. Das ist immer was sein, würde ich sagen. Und da habe ich hier der HLB wieder rein. Muss man nach hinten schauen. Nein, hier steht gerade eine Durchfahrt. Ihr seht es ja vielleicht im Hintergrund. Da steht ein VH1. Also hier vorne, wie ihr sehen könnt, Signalstellung HP1 mit VR1. Da kommen euch noch ein paar Lichtsperrsignale in der Ferne auf SH1. Und diese mintgrüne Trax da vorne, die steht immer noch. Ja, die steht gefühlt immer hier, habe ich irgendwie so das Gefühl. Schon immer was an der Wand. Diese Signale da vorne am Boden. Leider ein bisschen verwackelt, aber ja. Diese Signale da unten.
sagen, was jetzt in der Mitte ist und was jetzt in der Mitte ist, das sind Gleissperrensignale. Und daneben steht noch ein Lichtding, was gerade HP00 zeigt, oder jetzt da neben HP0. Früher war es HP00. Und ja, ganz einfach die Formsignale, die ihr sehen könnt, gehören zur Gleissperre. Das Lichtsignal dagegen gehört nicht zur Gleissperre, sondern ist einfach das Ding und gibt einem die Zustimmung zur Rangierfahrt. Nicht diese Gleissperrensignale, die ihr da sehen könnt, die Formsignale. Da muss man tierisch aufpassen, wenn man hier rangiert, oder generell rangiert. Diese Funksignale an der Gleissperre sind keine Zustimmung zur Rangierfahrt. Da muss man ganz dringend aufpassen. Nur dieses Lichtsignal, was da drüben daneben steht, das wäre die Zustimmung vom Weichenwärter. Der gibt eine Zustimmung zur Rangierfahrt. Und diese Funksignale hier, selbst wenn die in dem Fall hier drüben SH1 anzeigen würden, ist das keine Zustimmung. Mittlerweile hat man es zum Glück auch als Lagezeichen mit dem Glück bloß noch WN7 an. Wenn wir steht eine Durchfahrt, mal schauen, was das ist. Ja, ich sage, zeige ich zum Glück noch WN7, was da die Gleissperre ist abgelegt. Ja, auch das in dem Fall keine Zustimmung zum Beispiel, also immer noch mal mündlich oder mit Hocheinhalten eines Armes umgeben lassen. Weil ansonsten wird das Mord sein. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis die WC einfällt und da werden wir ein bisschen warten an Schriften durch. Da haben wir zum Beispiel hier Ablaufberg, und das ist nicht. Dann Länge oder Prüfung. Das ist die Länge zwischen den Drehzapfen, also zwischen diesem Drehgestell und diesem Drehgestell, einfach die Drehzapfenabstand. Ich habe keine Ahnung, ob das eigentlich braucht, das ist ein Haus, aber was soll's. Also ja, Länge oder Prüfung. Ja. Dann da drüben, die Zulassung. Am Rennrad D wie Deutschland, A wie Schweiz und Österreich muss glaube ich sein, A. Dann H, keine Ahnung, was H steht. Weil daneben müsste noch irgendwo hier der Spannung von der Zugsammelschiene sein. Was ist das da in dem Fall? Dann sehen wir es jetzt auch schneller. 91, weil das ist eine Elektro-Lok, also ein E-Lok. 80 für Deutschland. 693 ist die Baureihe vom Fahrzeug. 622 die laufende Nummer vom Fahrzeug. 4 ist die Prüfziffer, die wird aus irgendeiner komplizierten Formel hat dargestellt, dass man irgendwie, falls die restlichen Nummern hier von dem Rettungskurs irgendwie mal abgradiert oder überspült werden, dass man irgendwie diese Wagen zusammenführt, aber ganz ehrlich, ich finde diese Prüfung zu verquatschen. Dann D wie Deutschland und E-Lok. Also demzufolge ELN ist jetzt von der Halter vom Fahrzeug dran. Elektron. Dann unsere letzte Revision, ich habe ja letzte Hauptuntersuchung, steht das letztes dran. Und dann auch die ganzen Bremseinschriften, was bei so einer Lok, wie ihr sehen könnt, eine ganze Menge sind. Das steht normalerweise bei den Triebwerken nicht so dran. Also wenn ihr, was ich hier sehe, alles Rapidbremse, Kühlbremse mit Einheitswirkung, GPS Bremsstellungen, elektrisch-dynamische Bremse hat er, eine Zusatzbremse, Diskus, elektropneumatisch, NPU hat er, hören wir auf. Mein Rücken ist gerade der ICE-3 eingefahren. Baureihe 403, wie ihr es sehen könnt. Deutschlands schnellster Klimaschützer. Kein Scheiße. Und ich weiß nicht, ob ihr schon gesehen habt, ich habe heute Nachmittag bereits den Quiet ICE-3 gesehen. Mega geile Sache, sage ich euch. Direkt von der Ausfahrt. Das ist natürlich schwierig, wenn wir jetzt zuerst für den Direktrin oder den IC, aber ich muss sagen, wieder zu gespannt. Ne? So, in vorne Signalstellung HP2 mit VR2, also langsam vor und langsam vor der Warten. Und zig Sperrsignale im Front. Ich würde mal stark behaupten, hier geht es in den Güterbahnhof, weil nebenan kann keine Fahrstraße gerade laufen, weil da ist so eine ICE noch eingestellt. Jetzt ist natürlich das Problem, er ist noch restriktiv, das bedeutet, er kann jetzt eh diese 40 nicht ausfahren. Das heißt, er würde es mit 25 dahinter schleichen. Thank you.
Komplett aus Sattelarbeitsflügel, so gut wie das sehen kann. Komplette Sattelarbeitsflügel hier. Und ja, ich habe halt langsam, naja, wird wahrscheinlich restriktiv gewesen sein. Diese Völker 25 km/h runtergezogen, da ist man jetzt nicht allzu gut drauf. Und das hier von der Westfranken war dann auch noch alles fort. Nach Wertheim. Gut, der ICE hat einen Fahrt, wie man sieht, wie der ICE 3. Und es fängt an mit Regnen, nervig hier. Na toll. Aber den nehmen wir noch mit in die ICE. Was ist, wenn ihr mich fragt, ist, der steht vorne locker mit der Spitze am Bahnsteig, sag ich euch. Guck mal, wie viel Platz hinten noch ist. Also, du musst hier wirklich passend bremsen können, ansonsten stehst du nicht mehr richtig am Bahnsteig. Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Hanau. Abfahrt 19:43 Uhr. Von Gleis 8, RB 75. Die E3 hat Ausfahrt, Feierabend für heute, es wird damit regnen. Ich denke, ich fühle morgen weiter. So, da vorne könnte man gerade eben schön beobachten, wie der Zugführer sich ausgeschlüsselt hat. Was bedeutet, die ganzen Türen werden geschlossen, allerdings die Tür, wo er sich geschlüsselt hat, geht nicht zu.
Also Freunde, willkommen am Tag 2 hier in Aschaffenburg, wie ihr es sehen könnt. Und ja, ich würde mal sagen, das hier ist die typischste Alex-E-Stelle, die ich in Aschaffenburg ja eigentlich kenne. Also hier steht er quasi immer gefühlt. Ja, ich muss sagen, du hast einen echt guten Ausblick hier geführt. Und ja, ich würde sagen, wir filmen noch so ein bisschen hier. Also, hier kann man die Fahrtrichtung Richtung Dauffach sehen. Und da haben es gerade 19.41 Uhr. Also wir sehen können schon relativ spät am Abend, wollte ich mal machen. Da kann man das Signal, denke ich mal, noch ein bisschen besser erkennen, jetzt hier bei Dunkelheit. Signalstellungen und ja. Mal schauen, noch so wie der abendliche Flair noch so ist. Vielleicht mache ich nachher noch ein bisschen zum Bahnhof, vielleicht kann man da noch ein bisschen was filmen, mal schauen. Momentan, wie ihr sehen könnt, alles auf Halt. Nicht los hier in Aschaffenburg. Ja, mal gucken, was noch passiert. Da drüben. Hinter dem einen Kesselwagen, was es ist, verbirgt sich noch eine RCB Cargo. Tags 3 war es, glaube ich. Vorhin gesehen, da von der Brücke. Ja, mal schauen, ob die noch Ausfahrt bekommt, aber ich glaube es wahrscheinlich nicht. Ich sehe jetzt von hier nicht, ob der Bügel oben ist, ob es aufgerüstet ist. Naja, schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob die noch Ausfahrt bekommt, während ich hier noch stehe. Mal schauen mal. Also, da vorne schlängelt sich ein Güterzug rein. Bilde ich mir zumindest nein, oder? Das ist eine LZ-Fahrt, wie ihr sehen könnt. Ich würde sagen, das sieht aus wie eine 111er. Vor hinten, wie ihr sehen könnt, historischer Stromabnehmer noch. Geile Scheiße. Und interessant ist, die habe ich vorhin erst runterfahren sehen, in die andere Richtung. Die habe ich vorhin, glaube ich, erst gesehen, weil es nicht genau die gleichen Züge gewesen sind. Die haben irgendwo Wagen abgestellt, sind wieder zurück. Vorne ist wieder zurück. Keine Ahnung, was die gemacht haben. Aber ja, die habe ich vorhin auf jeden Fall erst gesehen, die beiden Loks. Das Schlagen ja gerade die ganze Zeit gehört. Und zwar ganz einfach liegt da dran, in Aschaffenburg haben die Gleisstromkreise oder Tonfrequenzgleisstromkreise als Gleisfreimeldeanlagen. Und ja, bei denen muss halt das Gleis zwischendrin mal unterbrochen werden, weil es isoliert werden muss. Wenn wir zum Beispiel mal nach da drüben schauen, seht ihr jetzt im Bild Mitte so eine Gleisisolierung. Das ist ungefähr hier. Genau, das ist so eine Gleisisolierung und eben, wie gesagt, wird zwischendrin isoliert und dadurch kann eben dann das Stellwerk ermitteln, ob ein Gleis belegt ist oder besetzt ist. Also belegt ist oder frei ist, besser gesagt. Und ja, an den Stellen gibt es natürlich immer irgendwelche Stöße, weil natürlich dort das Gleis eben, wie gesagt, ein bisschen unterbrochen ist. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist ja vorne bei den Weichen. Wir haben da zwischendrin, wenn ich mal so finde, also irgendwo haben wir hier das Herzstück und so ein Herzstück und zwischen die, ja, die Weiche und zwischendrin haben wir das Herzstück. Und ja, dort ist eben zwischendrin war irgendwo die Schiene ein bisschen unterbrochen und dort eben setzt das Rad quasi mal kurz, also fällt quasi mal kurz runter und wieder auf, steigt wieder auf. Und dadurch gibt es natürlich auch direkt ein bisschen einen Hieb, hört man natürlich alles. Aber ich denke mal, am meisten werden es hier diese ganzen. Diese ganzen Gleisisolierungen hier sein, denke ich mal, stark. Aber ja, die machen auf alle Fälle ja so ein paar Schläge, weil ja, davon brauchen die hier, denke ich mal, schon so eine Menge. Es ist, denke ich, so in der Art schon ein bisschen aufwendig, eine Gleisisolierung, eine Gleisfreimeldeanlage zu bauen, als mit Achszählern, wie man es heutzutage, denke ich, normalfall eigentlich macht. Aha, ich dachte mir schon, gerade vorne ist gerade ein Lichtsperrsignal auf SH1 gegangen. Und ja, wie ihr sehen könnt, Gravita ist gerade am Rangieren. Naja, Freud Gravita sollen jetzt nicht gerade so die besten Loks sein von Void. Die sollen zwar mega coole Getriebe bauen, aber halt bei den Loks scheinen sie so dezent zu verkacken tatsächlich. Naja, Haufen Störungen, soweit ich weiß, am Anfang. Jetzt, keine Ahnung, ob die Dinger laufen oder nicht. Sie scheinen ja im Einsatz zu sein, also
Ob die jetzt störungsfrei sind oder nicht, weiß ich nicht. Ja, ihr könnt sehen, die haben vorne und hinten das Spitzenlicht. ZG1 dran, das bedeutet, das ist ein Rangierfahrt. Für eine Zugfahrt war das absolut nicht zulässig gerade hier. Ah ja, das ist ein Rangierfahrt. Und die tun auf diesen einen Wagenzug, glaube ich, ankuppeln. Genau. Die werden auf den Wagenzug dort ankuppeln. Den werden sie jetzt entweder, denke ich mal, nach Aschaffenburg Güterbahnhof, also nach Aschaffenburg Hafenbahnhof packen. Oder einen Güterbahnhof drüben rein. Von der Westfalenbahn und RB88 nach Miltenberg. Und ich muss rum. Eine 185, Taxi 1. Mit VCG Kesselbahn. Geil. Und ich muss wieder rum. Da bin ich dort eine Vectron eingefahren. Sieht nach Tilgs-Logistik aus. Ja, reicht die Wechseln von der X-Logistik. Keine Füße, kein Abdruck. Geht nur wirklich. Geil. So, wir haben einen Haufen Sattel auf, wie ihr das sehen könnt. Fährt relativ langsam rein. Ich habe das Gefühl, die ist nochmal irgendwann zum Stehen kommt vom Einfahrsignal wahrscheinlich. Beste Ticket geworden ist ja 25 km/h oder so, macht nämlich mehr Spaß eigentlich auf jeden Fall. Ne? Weil die fährt sich echt langsam ein. Warum verstehe ich nicht so was. So, jetzt kommen hier mal ein paar leere Wagen. Jetzt wird das schon mal ist gefehlt, wird es jetzt wieder so ein so, jetzt können wir uns heute Lichtsperrsignal rechts im Bild gerade sehen. Wie es von SR1 auf HP0 zurückfällt, müssten wir da vorne gleich auch nochmal sehen. Da rechts neben ihnen seht ihr gerade SH1. Und jetzt hat seine Vorschleuse aufgelöst, jetzt ist wieder auf HP0 zurückgefallen. Und der HLB hat einen Fort. Das war jetzt wirklich keine paar Minuten, keine 5 Minuten, ne? Nachdem der Güterzug gerade durch ist. Gut, ich weiß nicht, ob ihr es seht, links im Bild stehen auch hier drei Lichtsperrsignale gerade auf SR1. Das heißt, hier wahrscheinlich gerade eine Vorstraße von Miltenberg aus oder vom Aschaffenburger Hafen gestellt sein. Mal schauen wir mal, was da noch so kommt.
letzte Siro. Gut, was haben wir da? Trax 1 oder 2, das sieht man noch nicht ganz. Wir haben noch 5 Wachen, Trax 1 sieht man 128-6. Interessante Ladung, muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem. Bestimmt für irgendwelche Gebäude oder so, denke ich mal, stark wahrscheinlich. Kann man machen, muss ich sagen. Oh, Schlacht. Also, da vorne hat gerade ein Gitterzug einfahrt, wie man sieht. Und, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, oberhalb von der Gravita leuchtet, wenn ich das richtig von hier aus sehen kann, ein VR2 Langsamfahrt. Nee, jetzt ist es auf VR0 gesprungen, wenn ich es richtig gesehen habe. Keine Ahnung, ob man das richtig gesehen hat. Gerade ob da wirklich gerade VR2 stand. Komisch. Dann wird er verguckt oder ich weiß auch nicht ganz. So komisch ausgefühlt. Aber man sieht, dass die Volt Gravita gerade Ausfahrt hat. Ist noch gerade ein paar Weichen umgelaufen. Wahrscheinlich jetzt gerade jetzt fährt er wahrscheinlich Richtung Hafenbahnhof, würde ich mal stark behaupten. Die fährt Richtung Hafenbahnhof, das muss ich rum. Da kommt jetzt die Einfahrt von gerade eben, der Güterzug. Ist schon wieder eine 158, schon wieder eine Trax 1. Naja, die gibt es wie Sand am Meer, sagen wir mal. Das bleibt mal nicht. Also man muss sagen, der ist ziemlich modellbar gewesen. Der ist ziemlich klein, ja. Ich schreck euch mal rum. Von der Länge her ist der ziemlich modellbar gerecht, aber ich würde gleich sagen, als so Modellbahn würde ich mal ein bisschen mehr mischen, muss ich sagen, und nicht bloß so in Reihenkäse zu fahren. Da würde ich ein bisschen mehr mischen auf der Modellbahn, aber der ist ziemlich modellbar gerecht, muss man sagen, von der Länge her. Leute, schaut gut aus. Das schaut gut aus. Ah ne, schade. Das ist Visa plus 385, das gibt's nicht. So, gibt es wie Sand am Meer, das glaubt man gar nicht. Schön, Leute, eben schön. Bei einem Wagen hat man gesehen, da war außen der Abdeckung vom Radsatzlager weg. Das ist natürlich nicht gut. Kann ich der ganze Dreck und so weiter, der ganze Staub sofort ins ganze Lager rein.
ist uns jetzt für die Schmierung jetzt nicht gerade so angebracht. Aber ja gut. Da hätte der Wagenmeister mal richtig hingucken sollen vielleicht. Gut, Twintex ist durch. Würde ich sagen, mache ich noch zum Bahnhof, wo wir dann noch ein paar Aufnahmen. Ja, mal schauen, was wir sonst ein bisschen dunkel wahrscheinlich. Der nächste typische Alex E-Spot wirst. Die könnt ihr fahre ich momentan irgendwie gefühlt alle ab, habe ich so das Gefühl. Ah ja, wenn man seine Videos einfach studiert, man kennt die Stellen einfach, wo da eben da steht oder sonst was. Gerade wie ihr sehen könnt oder nicht sehen könnt, steht er gerade nicht da. Was ein Zufall. Genau dann kann man natürlich mal denken, nein, ist egal. Ah ja gut, wir sehen gerade, sind gerade wieder ein Twintex eingefahren. Richtung Frankfurt Hauptbahnhof. Bin ich heute mal mitgefahren tatsächlich eben. In Twintex. Ihre nächsten Anschlüsse RB 75 nach Main. Gut, der Blech-Esel ist fertig mit Reden und währenddessen ist dem Anspruch in der Vorstraße eingelaufen, wie ihr sehen könnt. Jetzt ist die Frage, wen führt man zuerst, den Güterzug oder den Twintex, würde man sagen, der Güterzug gewinnt. Und es ist wieder mal erwarten, es sind noch 185er. Gibt auch nichts anderes, habe ich das Gefühl hier. 019, drüben fährt gerade die Railpool Trax-Treiber, ne, ich glaube die RTP Cargo Trax-Treiber, glaube ich gesagt. Müsste sein, die scheint gerade zu rangieren, habe ich so das Gefühl. Ich zoome mich mal ein bisschen ran. Naja, RTP Cargo Trax-3 scheint am rangieren zu sein. Die Frage ist nur, wohin. Gut, aber ich kann gerade noch sagen wollte, nach der Blechesser. Ich bin mit meinem Twintex mitgefahren nach Frankfurt und ich muss ganz ehrlich sagen, entspannte Züge, wie ich finde. Die scheinen auch eine ziemliche Beschleunigung drauf zu haben, habe ich so das Gefühl für die Züge, was das, für die Wagen, was das sei. Ja, ich muss sagen, angenehmes Fahrgefühl, gefällt mir eigentlich gut, muss ich zugeben, weil Twintex, schönes Zeug. Gut. Aha. Da kommt noch mal ein Spitzenlicht, sieht noch stark nach Vectron aus. Ist auch ein Vectron. Geil. Ja, sieht stark nach EAL Vectron aus, wenn ich das hier mal anschaue. Thank you.
auch nochmal, wenn ich hier mal rechts Videos da mal zu Hause schneide, muss ich nochmal nachschauen. Das kann ich gerade nicht so richtig entziehen, weil auch der Vectron drauf steht. Ja, muss ich dann mal noch am PC noch ein bisschen langsamer abspielen, dann können wir es vielleicht mal sehen. Mit der HLB halt aus, vor Richtung Laufrad. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht gerade auf dem Ton gehört habt. Das Siri da drüben hat gerade gestartet. Bei diesem Ton gestartet. Aber ich sag mal so, das war definitiv ein Kaltstart. Weil die Dinger sehr richtig schlecht angesprungen haben, habe ich so das Gefühl gehabt. Er scheint mir gerade nur am Schierfahrt zu haben, so das Gefühl. Der hat noch einen Schiffer halt vorne hinten ein Spitzenlicht an, wie ihr es sehen könnt. Gut, da vorne und da vorne können wir es vielleicht erkennen. Der Desiro von eben hat gerade Ausfahrt gekriegt. Wie ihr vorne sehen könnt, ganz einfach HP2 am Ausfahrsignal. Ah ja, HP2 grundsätzlich langsam fort, also langsam fort grundsätzlich 40 km/h. Wenn ich, in dem Fall hier hast du nichts, also in dem Fall 40 km/h, oder halt könnte noch sein, dass zum Beispiel drüber ein ZS3 hängt, wodurch man eben mit, zum Beispiel was ich, von 10 bis 60 ist eigentlich alles dabei, können wir damit ausfahren oder einfahren, je nachdem. Oder was auch noch geht, zumindest hier drüben mit der Signalstellung HP2. Das geht nämlich hier drüben im Westen. Hier könnte theoretisch im Fahrplan A60 und E60 zum Beispiel stehen. Das bedeutet Einfahrt mit 60 und Ausfahrt mit 60. Dadurch, jetzt habe ich gerade rechts das Signal gesehen, ist einfach mal Durchfahrt gestellt. Ja, dadurch könnte im Fahrplan eine höhere Geschwindigkeit angegeben sein, die man jetzt aber zum Beispiel hier nicht sehen würde. Weil hier vorne könnt ihr jetzt eben zum Beispiel. Also da drüben gehen welche richtig ab in dem Parkhaus, sage ich euch. Also die gehen richtig ab in dem Parkhaus. Die gehen richtig ab in dem Parkhaus. Wow. Hört ihr das? Alter, sie gehen richtig ab in dem Parkhaus. Naja, vorne ist ein Vorstrauß eingelaufen und ja, wie gesagt, im Fahrplan keine andere Geschwindigkeit angegeben sein. Die Durchmut eben jetzt hier zum Beispiel auch mit 60 ausfahren könnte, wenn es im Fahrplan angegeben ist. Aber da ich jetzt hier die Fahrplanunterlagen nicht kenne, kann ich euch nur sagen, er darf mit 40 ausfahren. Mehr weiß ich das aber nicht hier unbedingt. In so einem Fahrplan komme ich jetzt leider auch relativ schwer ran. Ich würde bei uns drüben an die Fahrpläne rankommen, aber hier eher weniger leider. Und was haben wir denn da hier drüben, hier vorne um der Uhrzeit? Das sieht nur stark nach einem 1er aus und es ist auch ein ICE 1, wenn ich es richtig sehe. Jo, ein ICE 1, Baureihe 1, mega stark in der Uhrzeit. Gut, wie ihr gerade sehen könnt hier, ICE1, das bedeutet, wir haben vorne und hinten einen Triebkopf. Und dazwischen ist alles einfach nur Wagen, wie ihr vielleicht sehen könnt. Das bedeutet natürlich auch, dass wir vorne und hinten
ein Stromproblem haben, weil da haben wir keine durchgehende Hochspannungsdachleitung. Und wir sehen können vorne, dass irgendwas ein Triebkopf, der gerade Vormotorlüfter hochfährt. Leute, und der Uhrzeit ein ICE-1 in Aschaffenburg. Was will man mehr? Ist das stark. Wenn das nur der Alex Ese gönnt, ist es sein Lieblingszug, der ICE-1. Schön. Noch der HLB, die kommt dann von Lauffach wieder zurück. Ja, wie der Blecheis gerade angesagt hat, fahrt sie nach Rüsselsheim-Opelwerk. Keine Ahnung, wo das ganz ehrlich ist, aber ja gut. Ja, wie schon gerade gesagt, die Blecheise ist ja drüben, muss ich sagen. Schön, dass es sie hier drüben noch gibt, muss ich sagen. Ihre nächsten Anschlüsse direkt gegenüber. Gut, das ist auch mal schade, die Blecheise. Ja, wie gesagt, dann hat eigentlich die Blecheise immer noch die bessere Stimme, wie ich finde, als bei uns drüben im Osten. Weil dort, ganz ehrlich, die Stimme kann man vergessen, wie ich finde, die neue Stimme mittlerweile. Dieser komische Mann, also, wie auch immer leider mal hieß, also diese Männerstimme, also ganz ehrlich, die ist so langweilig, die können wirklich, was ich, aus den 2000er kommen, so langweilig, die sie anhört. Da muss ich sagen, im Vergleich mit der Blecheise, die rockt die gerade noch, wie ich finde, ordentlich. Nicht so wie bei uns jetzt diese blöde Ansage, früher hatten wir ja auch die Blecheise, aber jetzt, diesen komischen alten Guss, ich habe keine Ahnung, wer das ist, nämlich ganz ehrlich, also, mir gefallen die Ansagen überhaupt nicht, muss ich zugeben. Da finde ich drüben im Westen die Blecheise schön, dass es sich auch noch gibt. Sehr schön auf alle Fälle. Also ich muss sagen, es ist echt interessant, wie hell das auf dem Kameradisplay hier gefühlt noch ist gerade. In Wirklichkeit ist es nämlich schon ziemlich dunkel, muss man eigentlich sagen. Weil gefühlt auf dem Kameradisplay, wenn ich das richtig entziffern kann, hier scheint es noch ziemlich hell zu sein, ne? Bei euch. Ja, falls die Frage aufkommt, was ich für Kamera-Equipment eigentlich benutze, ganz einfach. Ich habe mittlerweile noch relativ neu, tatsächlich seit ein paar Monaten erst, eine Sony Alpha 6300 mittlerweile zugelegt. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ob sich das Ding jetzt gelohnt hat, weiß ich noch nicht so ganz, weil ja, so viel besser ist er eigentlich auch noch nicht, wie ich finde. Was ist denn das für ein Zug? Das sieht nur stark nach einem UCET aus. Und das ist auch ein. Ja, ich hält. CET mit Neigetechnik, schön. Und da kommt noch ein Desiro. Ah ja, wie gesagt, eine Alpha 6300. Da drauf habe ich ein, muss ich sagen, mal gucken, 18 bis 105 mm F4 ist es, glaube ich. F4 Objektiv drauf. Ja, ich sag's mal so, kauft euch das Ding nicht. Das Ding ist zwar billig, aber halt, ja, es ist halt billig. Also, von der Qualität her finde ich es eigentlich eher mies, muss ich ganz ehrlich sagen. Also kauft ihr was Besseres als das Ding, das lohnt sich wie für mich unbedingt so dramatisch. Gut, da vorne am Hauptsignal, wie ihr gerade sehen könnt, Signalstellung
HP0 mit SH1. Was bedeutet, die Westfalkenbrand oder gerade rangieren? Jetzt mache ich auch gerade das Beispiel. Bei der Zero, wir sehen können, hat hinten einfach ZG2 Spitzenlicht an, also Schlusslicht besser gesagt. Und ja, das sind einfach zwei rote Punkte, wie ihr sehen könnt. Geht auch beim Rangieren, muss nicht vorne und hinten unbedingt ZG1 haben, also 3 Punkte Spitzenlicht, muss man nicht unbedingt haben, wie ihr sehen könnt. Es ist angebracht, weil eigentlich soll es theoretisch, soweit ich weiß, so sein, aber ja, es muss ganz ehrlich bei Triebwagen vor allem, muss es nicht sein, bei Lokomotiven muss es sein, weil da muss es, glaube ich, soweit ich weiß, von Hand einstellen, von daher musst du dort einstellen, dass es halt eben vorne und hinten ZG1 hast. Ja, bei Triebwagen, wie ihr sehen könnt, da macht man sich die Mühe eigentlich normal für nicht. Ich weiß, beim CityLink gibt es aber die Funktion, dass man eine Rangierfahrt, weil so eine Taste extra eine Taste, die man drauf drücken kann, unverdeckten Rangierfahrt, wird man automatisch auf 25 km/h runtergebremst. Also runterrestriktiert, besser gesagt. Das heißt, man kann dann eh nicht schneller fahren. Hat dann auch in dem Fall vor und hinten eine ZG1 Spitzenlicht. Und ja, habe ich dummerweise noch gar nicht benutzt. Also keine Ahnung, wie das Ganze dann so überhaupt abläuft. Und hier ist gerade eine Vorstraße eingelaufen, die Weiche ist gerade umgelaufen. Mal schauen, wie viel das sein wird. Ich bin echt erstaunt, wie gut die Kamera bei diesen nächtlichen Bedingungen hier eigentlich noch mithält tatsächlich. Nicht schlecht. Ja, zumindest was ich auf dem Display von der Kamera sehe, das muss man nachher auf dem PC mal auf dem großen Monitor sehen. So hier kann man das nicht beurteilen, ganz ehrlich, das muss man auf dem großen Monitor sehen, ansonsten na, ist es gerade hier in dem Fall. Vorne sehe ich ein Spitzenlicht. Sieht da wieder stark nach was Traxigem aus. Jetzt natürlich der Vorteil bei Nacht, man sieht sich überhaupt nicht, was für eine Baureihe das ist. Das kann ich jetzt nur überraschen lassen, was es ist. Sieht von hier aus stark nach einer Baureihe 187 Trax 3 aus. Ich habe relativ langsam aufs Ausfahrsignal oder Zwischensignal, weiß ich nicht ganz, was es hier ist, zu. Denn im Hintergrund kommen nochmal Spitzenlichter, wie ihr es sehen könnt. So, rein Carpool Trax 3. Und da vorne ist der Güterzug. Und endlich 152 Euro. Geil. Naja, der erste Wagen, der sehen kann, ist Autozug drauf. Mehr aber auch. Hat ein paar Autos drauf, ja. Das ist jetzt komplett wertlos, finde ich. Mit dem hier weiß ich nicht ganz. Ich glaube, hier sind die Luxuskarossen, die drin in den Wagen hier, glaube ich, weil ich weiß.
Bei Kilo Zoo kenne ich mich aber nicht so deutlich aus, aber ich glaube, das ist mit dem verschlossenen Problem, mit jetzt Luxus, was ich drin geschaut habe. Cargo-Trucks 3 ist definitiv noch ein Schürfer, ich der Stadt war. Wir hatten nämlich vorne hinten Spitzenlicht an, wie ich gerade vor eben wieder beschrieben. Und vorne am Hauptsignal, wie wir es sehen können, die Trucks setzen sich hier Rangierfahrt. SR1 am Hauptsignal mit HP0. Und gerade Rangierfahrt. Verschwendet der ICE3 mit seinen Spitzen, seinem Schlusssignal, mit seinem Schlusslicht in die Nacht hinein. Der würde jetzt weiterfahren Richtung Lauffach, Heigenbrücken, Partenstein, was weiß ich, bis hin zum Abzweig Nettenbach. Dort würde er dann auch abzweigen, er fährt geradeaus, besser gesagt, fährt dann dort auf die Schnellfahrstrecke hoch. Über den Erzogenettenbach kann man 200 km befahren, wenn man in der LZB ist. Und dann geht es eben nach auf die Schnellfahrstrecke Richtung Würzburg. Gut, ich mache an der Stelle jetzt noch mal Feierabend, wird dann relativ spät. Wir haben es jetzt mittlerweile schon 21.29 Uhr, also fast 21.30 Uhr. Ja, ich wollte jetzt sagen, hier ist gerade noch eine Durchfahrt gezogen worden, nämlich für einen ICE3, der theoretisch da noch kommen müsste, theoretisch. Ja, mal schauen, ob ich den noch aufnehme, vielleicht noch so als Handshot währenddessen noch nebenbei. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Wisst ihr was, ich würde sagen, wir nehmen noch schnell den ICE auf. Und da vorne kommt er in den Bahnhof reingeschlichen, aber ziemlich langsam, muss ich sagen. Schon komisch. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh nein, ich dachte gerade eben noch der ICE. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns an demzufolge morgen dann wahrscheinlich wieder, denke ich mal. Da werde ich noch ein bisschen wissen, war da hinten noch begeben bei Aschaffenburg hier. Werden wir da noch ein bisschen was filmen. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns bis dahin. Ah, geil, also wenn das kein Auftakt ist, Leute, wenn ihr mich fragt für den dritten Tag hier oder vierten, was auch immer ich genannt habe, das weiß ich ganz genau. Aber ja, erstmal ICE3 und natürlich vom Rücken hereingefahren der Flixtrain. Wusste ich gar nicht, dass der jetzt gerade kommt hier, na toll. Aber ja, gut. Und hat eine schwarze MRCE-Taurus vorne dran gehabt, der Flixtrain. Da hat er keine Flixtrain, Lok, wo eben schön, das schön draufsteht, grün, alles. Ja, schade. Aber ja, gut, nicht schlecht.
Und ja, ich würde mal sagen, ich übertreffe mich selber hier mit dem Alex. Ich stehe tatsächlich ziemlich stark, muss ich zugeben. Ja, das ist auch nochmal so ein typischer Standort von ihm, muss ich sagen. Wenn man hier so steht, das ist auch nochmal richtig typisch. Vor allem auch in die Richtung, wenn man hier so schwenkt. Ja, das ist auch nochmal so ein typischer Alex E-Spot hier. Ich glaube, zum Normalfall, also ich habe irgendwann, dass ich mal ein Video gesehen, wo noch ein bisschen weiter hinten steht, aber ich weiß nicht ganz, wie ich da hinkommen soll. Von daher stehe ich jetzt einfach mal hier. Ja, ich glaube, es sind noch weiter hinter. Also hier hinter zu laufen schon, vom Hotel aus, das hat schon eine Weile gedauert, muss ich sagen. Das brauche ich jetzt nicht noch so häufig, weil man das ganze Zeit das Stativ mitsteppen muss. Ja, aber mal schauen, was hier noch so alles kommt. Hier vorne könnte übrigens das wahrscheinlich, wie ich finde, wahrscheinlich denke hier in dem Falle das Einfahrsignal vom Bahnhof Aschaffenburg sehen. Und nebenan links am Gleis, entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung, also das Gegengleis in dem Falle hier, seht ihr im Gebüsch ganz leicht da unten eine NE2-Vorsignaltafel. Und ja, das sagt mir, dass auf dieser Strecke hier, in dem Bereich jetzt hier, besser gesagt auf dem Aschaffenburger Hauptbahnhof, kein ständig eingerichteter Gleiswechselbetrieb herrscht. Das bedeutet ganz einfach, wenn du hier vom Gegengleis aus in den Bahnhof reinfahren willst, bekommst du definitiv einen Befehl. Da kannst du nicht mündlich oder so dran vorbeifahren oder einfach so, geht auf keinen Fall, weil da weiter vorne wird wahrscheinlich, denke ich mal stark, hier eine Trapeztafel kommen, denke ich mal stark. Oder, da wir hier im Westen sind, haben wir auch noch einen Vorteil, wir könnten in dem Falle hier ein niedrig stehendes Lichtsperrsignal haben, wovon ich eher ausgehen würde hier auch beim Aschaffenburger Hauptbahnhof als Trapeztafel. Die wird es wahrscheinlich hier eher nicht so häufig geben, denke ich mal stark. Wie findet man eher eben dieses kleine niedrig stehende Lichtsperrsignal, die ihr eigentlich von überall kennt. Und ja, da hat man eben den Vorteil, hier drüben im Westen hat man ja SH1. Wir bei uns drüben haben RA12. RA12 bedeutet Rangierfahrt erlaubt. Hier im Westen heißt SH1 Fahrverbot aufgehoben. Was ganz einfach bedeutet, das ist nicht dieses, die Zustimmung zur Rangierfahrt, sondern es sagt ganz einfach mir als Lokführer Fahrverbot aufgehoben. Das heißt, es kann auch einfach eine Zugfahrt mit diesem Signal weiterfahren oder losfahren oder wie auch immer. Geht ohne Probleme. Das würde bei uns nicht gehen. Bei uns drüben im Osten Rangierfahrt erlaubt, durften da wirklich nur Rangierfahrten damit abfahren. Es sei denn, es ist ein Gruppenausfahrsignal. Dann denke ich, das ist wieder was anderes. Aber so an sich dürfen wir damit nur als Rangierfahrt fahren. Aber hier drüben eben auch so ein niedrig stehendes Lichtsperrsignal als Einfahrsignal quasi vom Gegengleis hier. Ja, so werden sie es wahrscheinlich auch hier gelöst haben. Das heißt, hier bräuchte man in dem zufolge wahrscheinlich keinen Befehl. Es sei denn, das Signal ist irgendwie gestört in dem Fall. Dann brauchst du auch einen Befehl, um da vorbeizukommen. Denn hier drüben haben die Lichter, haben die Signale immer ein weiß-rot-weißes Mastschild. Und an dem Ding kommt man jetzt nicht so leicht als Zugfahrt dran vorbei. Ah ja. Bei uns drüben hätten wir jetzt zum Beispiel eben nochmal schönere. Wir haben eigentlich Signale im Normalfall. Da ist gerade Einfahrt gezogen worden. Und der Panzerschrank kommt gerade. Der Panzerschrank, der 440er. Ja, den schwenke ich mal nicht nachher, also so Gradia Continental. Nee. Die Züge braucht man, wie ich finde, nicht unbedingt. Ah ja, wir haben bei uns im Osten, haben wir bei solchen kleinen niedrig stehenden Lichtsperrsignalen heutzutage sehr häufig das weiße Mastschild mit zwei schwarzen Punkten drin. Bedeutet ganz einfach, dieses Signal gilt für Rangierfahrten, wenn das Signal RA12 zeigt oder erloschen ist. Wenn es natürlich Halt zeigt, gilt es für Zug- und Rangierfahrten. Und bei Zugfahrten gilt es, wenn es RA12 oder erloschen ist, nicht. Also dann ist es demzufolge für uns eigentlich scheißegal. Jetzt haben wir es mal so, wie es ist. Da können wir es eigentlich komplett getrost ignorieren als Zugfahrt. Es sei denn, es zeigt HP0. Halt. Dann müssen wir sofort eine Schnellbremse machen, wenn wir da drauf zufahren. RE54 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. So, hier vorne sind ja noch zwei Signale und zwar ganz einfach sind das auch nochmal, denke ich mal, ein Fahrsignal in dem Falle hier. Und zwar ganz einfach oben, wie ihr es sehen könnt, eben die ganz normalen HV-Signale schon, wie ihr es sehen könnt.
Dann darunter, so zwischen dem Vorsignalschirm und dem Hauptsignalschirm, habt ihr das Ersatzsignal ZS1 oder was auch noch sein könnte, ZS8, aber in dem Falle hier wahrscheinlich eher, gehe ich mal von aus, ZS1 bloß. Weil im Bahnhof gibt es kein Gegengleis. Man muss auch denken, das könnte beim Ausfahrsignal dran hängen, aber mitgeben, aber hier beim Einfahrsignal wäre es komisch, weil im Bahnhof gibt es kein Gegengleis, da gibt es nur Gleise im Endeffekt. Da gibt es kein Regelgleis oder Gegengleis wie auf der freien Strecke hausen. Und ja, Ersatzsignal. Darunter haben wir dann den Vorsignalschirm, also ich zeige es euch noch ein bisschen genauer. Hier oben der Hauptsignalschirm, das hier ist das ZS1 und das hier ist der Vorsignalschirm. Ja, der wird eben wahrscheinlich dafür gut sein für ein kommendes Zwischensignal, gehe ich mal stark von aus hier am Bahnhof. Weil Bahnhöfe können auch durch Zwischensignale unterteilt sein in mehrere Bahnhofsteile. Wie zum Beispiel in dem Fall hier. Seht ihr vielleicht, da hinten steht irgendwo, steht gefühlt so vom Spitzenlicht aus her wie ein Vectron gefühlt. Da hinten ist der Aschaffenburger Güterbahnhof. Und da sind eben, wie ihr seht, ja einmal die Zwischensignale, was wahrscheinlich sein werden, nehme ich mal stark von an. Und dann eben gerade weiter vorne sind dann nochmal ein paar zusätzliche Hauptgleise vom Nebenpersonenbahnhof. Würde ich auch nochmal als theoretisch auch als Gütergleise hier in dem Fall bezeichnen. Könnte natürlich auch mal sein, dass man vielleicht unsere Personenbahnhofgleise hier bekommt. Ist je nachdem, denke ich mal, stark. Und ja, dann kommen eben weiter hinten irgendwann mal die Ausfahrsignale. Ich bin auch übrigens herbe froh, sage ich euch. Ich habe vorhin gerade eine E-Mail gekriegt von meinem Ausbilder bei der Citybahn. Und ja, ich sag's mal so, ich habe die schriftliche Prüfung zur Zusatzbescheinigung bestanden. Freut mich enorm. Note 1,7 bin ich komplett mit zufrieden, sage ich euch. Also das ist mir absolut ausreichend. Also ja, freut mich enorm, dass ich die Prüfung bestanden habe auf alle Fälle. Mega gut auf alle Fälle. Bei Zusatzbescheinigung, das ist schon nochmal eine härtere Prüfung, muss ich sagen. Also du, also die Prüfung, die war übel, sag ich euch so wie es ist. Vor allem, du hast 120 Minuten Zeit. Du schaffst das nicht in der Zeit. Du musst das so viel hinschreiben, du schaffst das nicht in dieser Zeit. Das ist übel, muss man echt sagen. Also die 120 Minuten sind richtig knapp bemessen. Also es hat bei uns auch in der ganzen Gruppe keiner in diesen 120 Minuten geschafft, fertig zu werden. Ja, ziemlich knapp bemessen, wie ich finde, die Zeit, aber ja, es ist, sagen wir es mal so, es ist machbar, aber halt wirklich, also die Prüfer und so weiter, die sagen halt, schreibt nicht so viel hin, schreibt das wirklich so einfach wie möglich, aber selbst da muss ich sagen, das kann ich einfach an manchen Stellen einfach nicht, das ist einfach so. Aber ja, ich bin mega zufrieden, dass die Prüfung bestanden ist, sehr schön. Können wir jetzt noch nächste, Anfang September habe ich jetzt eine mündliche Prüfung, die wird auch nochmal interessant. Ah ja, Zusatzbescheinigung, das ist schon eine amtliche Geschichte, sage ich euch. Leute, Gruß zurück an den Lokführer, vielleicht siehst du dich ja wieder im Video. Hammer schön, richtig geil. So, ich weiß nicht, ob das stimmt, was ich in der Ausbildung gelernt habe, aber wenn ich es richtig sehe hier an dem Gleis, sehe ich, dass diese Gleise hier von ThyssenKrupp wahrscheinlich, denke ich mal stark, Thyssen hier, denke ich mal wahrscheinlich, dass es ThyssenKrupp sein wird, gefertigt sind. Und wenn ich es richtig sehe, dann eben die 87, wahrscheinlich eben, dass die hier 1987 hergestellt wurden. Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil wenn ja, wären diese Gleise schon verdammt alt. Also das muss ich dann echt zugeben. Das wäre schon wirklich sehr, sehr alt. So, nach drüben weiß ich nicht, ob ihr es sehen könnt. Von hier aus sehe ich FTH, glaube ich. Oder ich glaube 72, wenn ich es richtig sehe. Ja, also wenn das stimmt, dann sind diese Gleise wirklich sehr, sehr alt. Also ich kenne mich damit nicht aus, also UIC sehe ich daneben auf alle Fälle. Das ist auf jeden Fall hier der Standard von diesen Schienen, das ist klar. Aber wenn das wirklich stimmt, dass die Dinger hier 72 oder hier drüben 87 gefertigt wurden, dann ist schon übel. Ich muss rum.
Ich werd bescheuert. Da ist eine Schublokomotive mit hinten dran. Lol. Das gibt's nicht. Hä? Es gibt tatsächlich noch Schublokomotiven im Betrieb auf der Main-Spessart-Bahn. Sehe ich das richtig? Lol. Weil im Endeffekt, das muss hinten auf der Lok auf alle Fälle definitiv noch ein Triebfahrzeugführer mit draufhängen, sage ich euch. Weil es gibt hier in Deutschland keine Funkverbindung zwischen den Loks oder ein durchgehendes Kabel bei den Güterwagen. Das gibt es hier nicht in Deutschland. Das haben die Amis zum Beispiel, die haben drüben eine Funkverbindung zwischen den beiden Loks, vorne und hinten. Da gängt das theoretisch ohne Probleme, aber hier in Deutschland muss definitiv noch hinten ein Triebfahrzeugführer mit drauf sitzen. Und ich denke mal stark, das war genau die Lok, die ich vorhin noch in Aschaffenburg im Hauptbahnhof an der Abstellung gesehen habe. Die wird schon hinten drauf angekuppelt haben jetzt, und wahrscheinlich jetzt werden die hier das Ding der Rampe aufschieben. Das ist natürlich auch das Spaßige, weil angeblich soll ja tatsächlich die Rampe hier im Endeffekt eigentlich so ein Neubau nichts gebracht haben eigentlich. Soll ja im Endeffekt immer noch genauso verdammt steil sein wie eigentlich früher auch immer. Von daher hat mir heutzutage glaube ich gesagt, dass man einfach mit verkürzten Zügen oder so fährt. Und wenn das jetzt ja stimmt, dass man wirklich mit verkürzten... Wartet mal, ich muss rum. Wenn das wirklich stimmt, dass man von verkürzten Zügen heutzutage fährt, dann wäre das natürlich so witzig, dass man jetzt einfach mit einer Schiebelok fährt. Schon interessant. Und hier, 154-1. Sehr schön, der Euro-Sprinter hier. Den Strom, den wir hier oben sehen könnt, kann man ohne Probleme hier, wie ihr sehen könnt, eine Euro-Sprinter-Lok. Naja, das sieht man jetzt Euro-Sprinter, wie ihr sehen könnt, das ist keine Trucks da hinten. Das sieht man am Stromabnehmer, der Arm dort, ne, geht mehr in Richtung, geht in Richtung Führerstand und nicht wie bei der Trucks, wo sie nach innen zeigen. Dann kann man ohne Probleme mal so einen Euro-Sprinter, so einen Euro, also 152 erkennen. Ja, der hat da vorne bereits Ausfahrt gekriegt. Und ist ein relativ kurzer Güterzug, muss man echt sagen. Na, was haben wir denn da Schönes? Was kommt da rein? Eine LZ? Wenn ich das richtig erkennen kann. Sieht noch stark nach einer V90 aus, wenn ich das richtig erkennen kann. Baureihe 212. Puh, keine Ahnung, was ist das, eine V6? Ne, ich weiß auch nicht. Kann ich gerade nicht genau sagen, aber wir sehen können, die EL-Vektoren ausfällt. Also halbwegs davor, da hat gerade irgendein Güterzug Einfahrt, oder wenn ich es von hier so angucke, könnte es auch die Gravita sein, die ja noch ein bisschen am Rangieren oder so ist. Auch nicht schlecht.
In Richtung Lauffahrstück wieder eine Fahrstraße. Mal schauen, was da so kommt. So, ich habe eben nochmal nachgeschaut. Diese Baureihe 212 ist eine V100. Auch nicht schlecht, wie ich finde. Twintex Doppeltraktion rennt hier gerade vorbei oder raust hier gerade vorbei. Wahnsinn. Aha, Leute, das ist interessant, sage ich euch. Signalstellung HP1 Fahrt und darunter VR2 Langsamfahrt mit dem ZS3V darunter, ein Geschwindigkeitsvoranzeiger mit Kennziffer 3. Was bedeutet Langsamfahrt mit 30? Das ist interessant auf alle Fälle. In dem Fall jetzt muss man auch aufpassen, zum Beispiel. Das ist ja ein Fahrtbegriff 30 und darunter. Beziehungsweise besser gesagt, ein Fahrtbegriff kleiner 40 km/h ist was eher beigebracht in der Ausbildung. Und ja, was bedeutet in dem Fall, wird man definitiv einen Normalfall mit einem aktiven 500 Hertz Gleismagnet rechnen müssen. Was bedeutet, man sollte nicht allzu schnell über diesen 500 Hertz Gleismagnet da vorne gleich hier drüber fahren. Ja, ich würde sagen, ich drehe mich mal um und gucken mal, was da passiert. Aber mal schauen, mal gucken, jetzt ist natürlich gerade ein bisschen schwierig. Steht gerade in beiden Richtungen eine Fahrstraße, na ja, gut. Mal schauen, wer hier als erstes gewinnt. Das sieht mir doch stark nach einem Quietschi aus. Oder was sagt der Baureihe 4, 25, 24, 23, 26, die gibt es in allen möglichen Varianten. Das war eine Baureihe 425. Ganz einfach, die ist vierteilig und hat eben nicht wie die Baureihe 423 an jedem Wagen drei Türen, sondern einfach bloß zwei. Daran kann man die so ein bisschen auch gut erkennen, wie ich finde. Gerade an den Türen. Also hätten wir mal so, die hätten wir bloß pro Wagen immer zwei Türen. Die 23 eben, da kann man es auch gut sagen, 23 hat drei Türen. Güterzug von der Gegend, vom Gegengleis. Falls ihr also das andere Gleis seid. Wagen, muss ich ganz ehrlich sagen, könnten noch von der Bundeswehr sein, gefühlt. Mit der Farbe. Naja. Alter Schwede, hier ist hier die nächste Einfahrt gestellt worden. Das war jetzt wirklich keine Minute, nachdem der Güterzug gerade durch ist. Die waren wirklich, denke ich mal, sehr nah aufeinander. Ah ja, und das sieht mir stark nach einer einzelnen Lok aus, wenn ich das da vorne richtig sehe. Jo. Sieht auch was Traxigem aus, aber halt irgendwie hier schwarz. Also würde ich mal behaupten, vielleicht MRCE. Schauen wir mal. Nee, das ist keine Trax. Das ist eine Baureihe 189. Geil. Die erste, die ich hier sehe.
Baureihe 189 ist wieder 152 im Endeffekt, die uns auch gerade hier entgegenkommt nochmal. Ja, das sind quasi die gleichen Loks, nur halt eben Baureihe 152 ist halt ein Einsystem-Lok und 189 mehrsystemfähig, hat auch mehrere Strohnummer auf dem Dach, sieht man daran direkt. Ja, an der Seite des Wellblech zum Beispiel hat die Baureihe 152 ja nicht. Ich wollte gerade eigentlich schon Schluss machen, ja, aber jetzt kommen wieder Haufen Züge hier irgendwie gefühlt. Ja, dann nimmt alles mit, würde ich sagen. Da hinten kommt hier der nächste ICE, wenn ich das richtig sehen kann. Geht ab hier in Schaltenburg heute. Ja, und wie so oft natürlich wieder ein ICE 3, was auch sonst hier. Jetzt, wo der ICE durch ist, hat natürlich auch hier die 152er Ausfahrt bekommen. Richtung Laufbach in dem Fall hier. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Wir sind am Ende von diesem langen Film oder mehrere Filme. Ich weiß nicht, was es genau geworden ist, ganz ehrlich. Aber ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Ich muss sagen, jetzt in meinem Urlaub sind jetzt schon so ein paar Videos hier entstanden, muss ich sagen. Also keine Ahnung, wann das hier genau rauskommt, ist es am Ende oder am Anfang gleich rauskommt, weiß ich nicht ganz. Auf jeden Fall ja. Morgen ist Abreisetag, von daher werde ich wahrscheinlich morgen eher nichts mehr großartig filmen, denke ich mal stark. Deswegen ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns demzufolge entweder noch in den kommenden Teilen wieder oder in den vorherigen Teilen. Habt ihr mich wahrscheinlich schon gesehen. Und dann mal in irgendeinem anderen Video werden wir es wieder sehen, denke ich mal stark. Und ja, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In die Richtung steht noch meine Fahrstraße. Den Zug nehme ich noch mit. Und von da, Freunde, wenn der durch ist, ist das Video auch vorbei. Wir sehen uns demzufolge dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao.